Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr erkennen könnt, sitze ich gerade an meinem heißgeliebten Schminktisch. Hey Baby. Okay. Das heißt, dass ich heute ein Schminkvideo für euch habe. Ich zeige euch einen Make-up-Look von mir. Währenddessen werde ich noch ein paar Schminkprodukte austesten und werde dazu auch meine Meinung sagen. Ich babbel hier nicht weiter rum, sondern... Was habe ich eigentlich für ein Wort gesagt? Babbeln? Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesagt, Leute. Hammer. Also, das ist echt krank. ja, ich lege einfach mal los und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und yeah. See you. Ich benutze von Garnier Skin Active die botanische Tagespflege mit Rosenwasser. Das ist die hier. Sorry, wenn ich so verrückt rede. Ich habe gerade meine 5 Minuten, deswegen lasst mich einfach, Mensch. Kommen wir auch schon direkt zu meinem Make-up, zu meiner Foundation. Und zwar benutze ich meine Foundation, wie immer, von MAC, Pro Longwear Foundation. Und jetzt benutze ich den Fit Me Concealer in der Farbe 15. Jetzt kommen wir zu meinen Augen. Ich benutze keinen Lidschatten, aber ihr könnt natürlich auch nochmal einen Lidschatten nehmen. Einfach so einen braunen Ton. Ich benutze hier immer für meinen Bronzer, keine Ahnung warum, aber ich finde die Farbe ganz schön. Und damit mache ich einfach nur ein bisschen, damit ein bisschen Farbe ans Auge kommt. Und das nicht so langweilig aussieht. Jetzt kommt mein Eyeliner. Ich benutze wie immer den... Wo ist er denn jetzt? Ah, den Perfect Slim Eyeliner von L'Oréal Paris. Jetzt kommen wir auch direkt zur Wimperntusche und ich benutze von Benefit die Mascara. So, probieren wir ein nächstes Produkt aus. Und zwar benutze ich einmal zum Vergleich meinen MAC Highlighter mit meinem Zoeva Pinsel 105 und von Benefit What's Up, den What's Up Highlighter. Und ja, das ist jetzt mal was ganz anderes, weil das ist halt so ein Highlighter-Stick und das habe ich noch nie probiert. Keine Ahnung, wie das wird. Ich würde sagen, ich schmiere mir hier auf der Seite und auf der Seite kommt dann mein Make-up-Highlighter. Wow. 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 Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh, das ist ja beautiful. Holy. Oh mein Gott, das ist so schön. Nun kommen wir zu meinem Bronzer. Ich benutze natürlich von Benefit den Hoola Bronzer. Mir gefällt er einfach am besten. Ich habe so viele ausprobiert mittlerweile und das ist auf jeden Fall mein Favorite. Blush und ich benutze auch von Benefit den Rocketeur. Oder das Rocketeur. Hier benutze ich den Double the Lip. Und zwar ist das was ganz Spezielles. Und zwar ist das so ein Lip Liner und Lipstick in ein, also zwei in einem. Und das sieht man halt hier dran. Und zwar sind das, ja, so ein
doppelter Lipstick, ihr wisst schon, was ich meine. Das heißt, es hat halt so einen Lip Liner Effekt und den werde ich jetzt zum ersten Mal ausprobieren. Ich bin sehr gespannt, wie der ist. Okay, ich muss ehrlich sagen, das gefällt mir sehr gut, das Ergebnis, weil es sieht sehr natürlich aus, es sieht nicht so kantig scharf aus, dieses, kennt ihr das, wenn, ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gesehen, wenn so, ja, der Lip Liner so voll, also man sieht halt so ganz stark die Umrandung und hier ist es halt wirklich so, so schön miteinander, so verläuft das einfach schön miteinander, halt schön verblendet. Und deshalb sieht es auch sehr natürlich, aber halt schön und auffällig aus. Ja, es ist halt auch ein sehr auffälliger Lippenstift, also ein auffälliger Ton. Aber mir gefällt der sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Normalerweise benutze ich von Anastasia Beverly Hills den Augenbrauenstift. Ja, ich würde sagen, ich mache das auf der Seite und ich probiere jetzt mal von Benefit Colorful Brows aus. Also das heißt, hier ist auch ein Stift bei. Ich erstmal meine Augenbrauen. anschließend benutze ich jetzt den Augenbrauenstift von Benefit und zeichne jetzt meine Augenbrauen nach. Also ich mag diesen auf jeden Fall lieber, obwohl ich den auch ganz schön finde, aber irgendwie kann ich mit dem ein bisschen besser arbeiten. Vielleicht ist der auch etwas zu hell. Was ich jetzt noch vergessen habe, ist von Catrice der Lip Booster. Und das ist ein Lipgloss, der mit Menthol ist. Und das soll ein bisschen die Lippen so ein bisschen aufboostern, sage ich mal. Und den benutze ich jetzt auch. Und dann bin ich mal gespannt, ob das auch wirklich so stimmt, wie das hier steht oder wie es gesagt wird. Jetzt mit dem Lip Booster so circa 15-10 Minuten gewartet. Es hat sich aber nicht viel getan, aber es ist ein trotzdem sehr schöner Lipgloss, meine ich. Fühlt sich auch sehr schön an auf den Lippen. Ja, ist halt schön kalt auf den Lippen und deswegen wegen diesem Menthol ist das halt so ein bisschen erfrischend für die Lippen. Ansonsten vielleicht eine minimale Veränderung, aber wirklich tut sich da nichts, leider. Das ist das Make-up. Und ich finde, paar Sachen waren gut, paar Sachen waren nicht so gut. Es werden auch ein paar Sachen sein, die ich auch regelmäßig benutzen werde und ein paar Sachen, die ich eher nicht so benutzen werde. So Leute, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben für mehr Videos. Und ja, ich verabschiede mich jetzt hier und danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Video.